Ruf dich fein, willkommen zu einer neuen Folge Sommerlach. Yo! Pian, ich habe vermehrt den Kommentar gelesen, dass mein Haus nicht scheiße aussieht. Nein, das habe ich auch gar nicht gesagt. Nee, das hat wirklich niemand gesagt, nur ist die Frage, was eigentlich diese Ecke hier ja, wird. Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Und ich wurde ja beleidigt von dir, dass ich blaues Glas verwendet habe. Mimi. Ja, das ist wirklich hässlich. Alter, beruhig dich, ich benutze, was ich will. Nein, tust du nicht. Nein, tust du doch. Nicht. Nein, hier, bitte rede nicht so, das macht mich richtig wütend, wenn du so redest. Warum denn? Weil das doch an seine Kindheit erinnert. Hä? Wieso? Wollte ich nicht einfach so. Ey, guck mal, da gehen Leute vom Server runter. Tschüss, Ben. Tschüss, Ben. Benny. Okay, du bist doch der wie der Dinge heißen, glaube ich, Gauben. Du bist doch der Gaubenmeister. Ja, merkst du was? Giebel. Nein, Gaube. Wofür machst du nein? Dachgaube ist was ganz anderes. Was ist denn eine Dachgaube? Oder willst du wirklich eine Dachgaube bauen? Ich weiß ja nicht, was du unter einer Dachgaube verstehst. Eine Dachgaube ist halt eine Dachgaube. Er will so eine Ausbuchte machen, ich glaube, das sind Dachgauben. Ja, das ist eine Dachgaube. Wenn da ein Fenster rein soll, dann funktioniert das mit einer 2-Breite nicht. Merkst du, ne? Gut, dann mach ich halt eine 2. Merkst du selber, hä? Kiel, ich find's echt toll, dass wir so viel noch voneinander lernen können. Aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Hey, wieso singt ihr das so langsam? Miteinander umzugehen, aufstehen, aufeinander zugehen, ja, halt die Fresse. Voneinander halt die Fresse. Lernen, miteinander. Gerade haben 10 Leute abgeschaltet. Hör auf. Ja, den Rest kriegst du ja wohl selber hin, Dorn. Ja, klar. Aber, sorry. Das sieht, glaube ich, nicht so geil aus. Ist meine Meinung. Was? Das sieht irgendwie zu wuchtig dann aus. Sieht richtig scheiße aus. Also, man könnte noch den versuchen. Was ich aber sagen muss, dein Haus sieht nicht scheiße aus, aber es passt irgendwie zu den Häusern hier irgendwie nicht. Zumindest zu keinem, was hier in Stadt. Andi, dein Haus passt nicht rein. Es ist doch nichts Böses gemeint. Ich mein's auch nicht böse. Nur dein Haus passt absolut nicht nein, rein. Nein, es ist aber die Tatsache, dass wir kein einziges Haus haben, was so einen krassen Knick hat. Ja, ist doch gut. Ich diversifiziere. Und was machst du? Du baust irgendwie. Ich behalte unseren Stil. Das ist doch nicht unser Stil. Wir haben kein einziges Haus so gebaut. Natürlich, ganz viele. Nö, ich sehe kein einziges. Doch. Da hinten. Bau einfach. Andi wollte einfach nochmal wieder ein bisschen rumpöbeln. Nee, ich pöbel doch gar nicht. Andi fühlt sich bedroht durch meine krassen Künste. Nein, ich hör doch mal auf, aus, wollte mich wieder beleidigen. Angriff zu nehmen. Ich will doch bloß auch mal was feststellen. Er meint es wieder wir böse. Wir haben... Wieso? Kannst du nicht mal, ich sage jetzt gar nichts mehr über die Folge. Puh, fick dich. Guck, gleich wieder beleidigen. Ist echt so. Andi kann einfach keine Kritik vertragen. Guck mal, dann beleidige ich gleich wieder die Leute. Immer nur die Leute am Beleidigen. Anstatt dass er mal auf andere Leute zugeht und mit denen umgeht. Voneinander lernt, mit denen umzugehen. Genau, Andi, du musst lernen, wie du mit solchen Menschen wie du im Umgehen umzugehen hast. Weißt du? Cool. So. Reinschlagen! Diese Menschen auf dem Server. Andi, du verunsicherst unsere anderen. Mit einem Teilnehmer. Teilnehmer. Nicht unsere anderen Teilnehmer, aber die anderen Teilnehmer. Er verunsichert sie. Oh nein! Andi, raus aus Sommerland. Das ist echt so. Du kriegst bald deine Aufenthaltsgenehmigung entzogen. So. Gas, Glass. Zip, zip. Und alle fragen sich, sieht das immer noch scheiße aus? Sieht zumindest komisch aus. Kilian, sag was. Hallo? Hi. Es sieht nicht ganz stimmig aus. Komm mal her, Dorn. Wo bist du? Milkra hier. Milkraft hat ein bisschen Probleme mit. Hallo, jetzt nimm es auf. Was denn? Oh. Ach so, ich soll es aufnehmen. Ist ein bisschen zu lang. Sorry. Tja, Andi, das war's wohl für dich. Das war's für dich. Ken, du hast immer noch nichts gesagt. Zu was denn jetzt? Es wirkt irgendwie nicht passend. Diese komischen Bumsis hier.
Gauben. Gauben. Nee, kannst du immer noch wegmachen. Ich würde erst mal deinem Hauptproblem. Das Hauptproblem versuche ich gerade zu verdrängen. Ich weiß gar nicht, wie man das diese Ecke zu verdrängen. Das sollte eigentlich mega cool werden, aber da ist mir aufgefallen, dass ich keinen Plan habe, wie ich das umsetzen will. Weil wie, da kann man irgendwie nichts machen. Ja, ich war, also warum machst du das Dach dann nicht zu? Soll ich das Haus abreißen? Andi, das wäre doch jetzt dein Einsatz gewesen. Andi, da fehlt ein Komma, du Spast, lern Rechtschreibung. Andi, schreib dich nicht ab. 10 Millionen Menschen in Deutschland können nicht lesen und schreiben. Das ist echt so. Und du bist einer also, davon. Ob die Zahl jetzt nicht stimmt, weiß ich nicht. Ob die Zahl jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber. Naja, wenn du überlegst, wie viele Kinder es unter 5 Jahren gibt. Ja, das zählt das da rein, das ist ja voll der Hack. Ich glaube, das zählt nicht rein, das wäre echt ein Hack. Das wäre gecheatet. Das ist ein dicker Lifehack. Nein, das passt irgendwie. Das sieht, aber andererseits muss das sein. Nein, muss es nicht. Anne hat was gesagt. Ich habe mich heute gefragt, ob Feldjäger eigentlich unbeliebt sind innerhalb der Bundeswehr. Wieso? Ja, weil sie ja eigentlich... Das sind die, die auf den Motorrädern fahren, wo Feldjäger draufsteht und den Autos. Na, ja, oder die weiße T5s fahren mit einer mattgrünen Folierung. Ich weiß nicht, sieht das macht. Ach so, das sind die, das sind doch die, die fahren die, durch den Kopf. Ja, quasi. Oder ich weiß nicht, ob die auch quasi, wenn irgendwer sich so menschenverachtend im Kampfeinsatz verhält, sind die da auch unterwegs. Also das ist ja Military Police, ne? Oder ich denke mal generell, wenn sowas Kriminelles in dem Lager passiert. So, so Crack kochen und so. Quasi. Es gibt einen Film, da machen die das. Da müsste ich eigentlich mal einen Kollegen fragen, der sich damit auskennen sollte. Aber das könnte ich eigentlich auch mal fragen. Aber ist halt eine interessante Frage, ob die da deshalb negativ angesehen. Gut, ich meine, eigentlich sind das ja wirklich die Bösen, die sich da nicht zum Dienst melden und so. Haben sich ja verpflichtet. Die sich nicht zum Dienst melden. Ja, ich glaube, die suchen doch auch die Leute, die nicht antreten. Also die sich gemeldet haben und dann nicht kommen. Ja, natürlich. Das sind doch Fahnenflüchtige. Nein, das sind keine Fahnenflüchtige. Heutzutage gibt es auch keine Fahnenflüchtigen mehr. Ja, doch. So, du kannst auch immer noch Landesverrat machen, sowas wie Snowden. Ob das jetzt Landesverrat ist oder aber Pennen. Das heißt, glaube ich, aber nicht mehr. Wenn du im Einsatz bist in Afghanistan und sagst, fuck this shit, I'm out of here, dann ist das immer noch Fahnenflucht. Nee, das ist, ich glaube, da gibt es auch Wege, dann zu sagen, ich kann das nicht mehr. Ja, klar, aber wenn du einfach so outdroppst, meine ich, das ist Fahnenflucht. Nee, ich glaube, Fahnenflucht ist, wenn du dann rübergehst zu den Terroristen. Nein, Fahnenflucht ist einfach desertieren im Kampfeinsatz. Vielleicht. Och Mann, wir haben einfach keine Ahnung davon. Wir verbreiten gerade gefährliches Wissen. Was heute eigentlich. Hey, Mann, aber es ist Wissen. Hä? Gefährliches Halbwissen. Ja, guck mal, hier kann man sogar von einem Fenster ins andere reinschauen. Das ist praktisch. Das ist praktisch, damit man sehen kann, was im Nachbarzimmer so abgeht, ne? Machst du bei dir zu Hause auch immer? Ich kann bei den Gegenüber reingucken. Theoretisch. Lol, was ist eigentlich in diesem Game los mit dem Texture Pack? Look at this. Du wirst es uns erzählen. Oder vielleicht wusstet ihr es ja schon. Was denn? Der Stick am Texturen. Was denn? Ja, hier. Tell it doch einfach. Ach so, nein. Ja, das wusste ich schon. Ich aber nicht. Ist so schon ewig. Textures, ach. Däum. Du hast auch so einen Lappen? Ne, Andi ist der Lappen. Das ist der Häuserbau, die einfach nicht reinpassen. Oh, das ist ja jetzt wer anders. Warum fühlst du dich eigentlich dauernd angegriffen? Programm bei ihm. Hast du irgendwie Probleme, irgendwie Selbstwertgefühl oder was ja, weiß ich? Hab ich. Ja, ich weiß, dass du Minderwertigkeitskomplex hast, merke ich. Was meine Häuser anbelangt, schon, ja. Nee, was alles bei dir anbelangt, aber egal. Das ist eine andere Geschichte. Apropos, Geschichte? Ach scheiße, ich kann jetzt gar keine Geschichte, weil ich ja aufnehme. Man kann es ja gleich in der nächsten Folge. Ich glaube, ich habe letzte Folge die, ich habe, glaube ich, jetzt schon ein paar Folgen versäumt. Was? Möchtest du etwa dich als unproduktiv bezeichnen? Als Out? Nee, ich war so produktiv. Als Lappen zeichnen. Ich war so produktiv, dass ich vergessen habe, die Geschichten. Nein, das ist keine Entschuldigung, Dom. Das ist deine einzige Aufgabe hier. Was soll das denn jetzt heißen? Ich weiß ganz genau, was das heißt. Was macht eigentlich. Nee, egal. Okay. Was macht eigentlich Gundula Gause? Die ist Journalistin.
Ich hab Schluckauf. Das heißt, sie schreibt. Bereitet ihre ihre Nachrichten vor. Schreibt Beiträge. Gundula Gause. Obwohl Gundula Gause immer nur die macht ja immer nur die Assists. Wieso? Den Assistenten, oder was macht die? Die kriegt keine Killstreaks. Nein, das ist immer so. Zum Beispiel, wenn er Klaus Kleber. Weißt du, das sind solche Namen, die sind bei mir einfach negativ vor mir. Das sind Klaus Kleber und Gundula Gause. Klaus Kleber ist cool. Nein, die sind aber negativ vorbelastet wegen Switch Reloaded. Ich habe gerade 5 Sekunden lang überlegt, welche Tür ich verwenden soll. Und dann fiel mir ein. Hier gibt's ja nur Holz oder Eisen. Oh, mein Haus ist so geil. War witzig, oder? Hm. Ein bisschen. Ich habe ein bisschen gekichert, aber nur ein bisschen. Ah, ich bin schon hier, schon ganz schön am Struggeln. Am strugglen. Ja. Ich am juggeln. Struggeln, dass ich vergessen habe, eine Uhr zu stellen. Du bist ein harter Typ. Ich habe mich heute auch hart gefragt, ob Calvin Harris eigentlich das, was er heutzutage so macht, auch acceptable in the 80s findet. Hm? Tja, jetzt müsste man seine Pornografie, wollte ich fast sagen, seine Diskografie kennen. Ich weiß, dass sein aktuelles Lied heißt Blame. Mehr weiß ich nicht. Ich dachte, jetzt kommt Summer. Nee, das ist ja schon. Das ist ja krass detoniert, dieses Lied. Also, es ist okay. I met you in the summer. Dun, 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 dun. The skies are blue. Dun. So in etwa? Andi, den sollte man kennen. Ja. Vor allem du, Andi. Ja, ich höre ja relativ oft Radio. Aber ja, deswegen, wenn du nicht gekannt hättest, dann hätte ich an jeglicher deiner kognitiven nicht vorhandenen Fähigkeiten gezweifelt. Ey, das war jetzt beleidigend. Bin nicht okay. Ich höre kein Radio und kenne trotzdem die meisten. Ja und? Freu dich. Andi, ich hab's gehört. Ja, Andi lockt einfach. Woher kennst du sie dann? Ich würde solche Lieder sonst nie hören, das ist aber das Problem. Ja, richtig. Und ich höre das nur, wenn ich mal die Spotify Top 100 durchgehe. Richtig. Und dann nach 2 Sekunden das Kotzen kriege und wieder irgendwas anderes suche. Ja, aber dadurch entdeckt man manchmal auch neue Sachen. Aber leider nicht in der Spotify Top 100. Also doch, ich zumindest nicht. Dadurch bin ich auf diverse Sachen gestoßen. Da bin ich auf dieses neue Lied von Trailer Park gestoßen. Dadurch bin ich auf ein paar Lieder von 257er gestoßen. Also da entdeckt man Sachen, die man sonst nicht entdeckt. Ja. Brauche ich aber auch nicht, die Sachen. Ja, aber du weißt ja noch nicht, was du versäumst. Ja, ich weiß, dass ich nichts versäume. Stell dir vor, Carly Ich höre Radio jeden Morgen. Ich kann gar nichts versäumen. Wenn ich ein Lied gut finde, höre ich es im Radio, wenn es neu ist. Oder? Ja, wenn du es schlecht findest, müsstest du es auch hören. Wie grausam ist das denn? Nö, ich lese ja während des. Wie grausam ist das denn? Das dudelt immer sowieso nur im Hintergrund. Also ja, guck, das habe ich. Ich bin mehr so. Wenn ich Musik höre, ich bin mehr so der Primärhörer. Ich bin nicht sekundär. Hey, Moment. Du hörst Musik, um Musik zu hören? Das ist unproduktiv. Das ist meine Meinung. Nein, Was? Das ist wirklich unproduktiv. Manchmal. Sorry. Nur manchmal. Aber wie nein, läuft ich das meine, denn bitte ab? Nein, ich meine, wie läuft wenn das ich stopp, stopp, nein. Das nein, muss, stopp, weil das ich habe ich glaube, ich habe mich jetzt ich habe mich erstmal eine halbe Stunde zurück in meinem Sessel, hole mir ein Brandy und höre die neueste Platte von Madonna. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Tut mir leid. Damit meine ich, ich habe so was so leise ich mehr, ja, das habe ich nicht sondern gestellt. Ich nehme die Lieder aktiv wahr, das meine ich. Ja, das mache ich doch auch. Nee, aber die dudelst nur im Hintergrund, hast du gesagt. Ja, natürlich, nee, ich nehme sie ja trotzdem wahr. Nein. Ja, wenn du im Hintergrund dudelst, jetzt würde ich doch nicht die Lieder kennen, die du gerade auch. Ja, scheinbar kennst du Calvin Harris, du kennst sie ja scheinbar. Ja, ich kenne, denkst du, ich höre dem scheiß Radiosprecher zu, was er sagt, jetzt kommt ja, das von Calvin Harris, Summer. Also, erzähl mir mal bitte, du kannst es dir nochmal anhören, das war 100% überzeugend, meine Imitation. Wenn man das nicht erkennt, dann ja, hat man auch. Das habe ich erkannt. Das habe ich doch erkannt. Ich habe bloß nicht Calvin Harris erkannt. Ach so, ja, okay. Ich wusste auch nicht, dass dieser erste Hit Acceptable in the 80s war, was? Der von 2007 ist. Ja, aber wenn du ihn hörst, kennst du. Dieses I'm in the 80s oder was? Nein. Nein, Andy, nein. Du kennst es, wenn du es hörst. Und das fand ich geil. Und dann dachte ich mir, warum macht der Typ eigentlich nicht was Acceptable in the 80s ist, weil ich das besser fand, als das, was er heute macht. Das war der Joke an der ganzen Geschichte. Aber heute trotzdem macht er viel mehr Cash. Wette ich mit dir. Cash in weil the Cash. Weil er die ganzen Features am Mic hat. Cash Smash ist aber nicht alles. Jetzt muss ich mal gucken, wie du so... Hast du deine Boots überhaupt schon eingerichtet?
Ich Andi, der denkt sich, meine passt eh nicht in die Stadt, warum soll ich sie denn einrichten? Ja, nein, ich hab erstmal gefragt. Das ging ja. Du meinst, du könntest natürlich noch drauf warten, dass... Ich hab grad hier die tiefe Tasche gebaut. Eine Tasche? Stimmt, Andi hat die tiefe Tasche gebaut, das wollen wir doch mal kurz wertschätzen. Tesch, sag mal, sicher, dass du die tiefe Tasche gebaut hast? Du hast nicht noch ein Konto gebaut? Jetzt mal ohne Spaß! Jetzt mal ohne Spaß! Das ist ein Mini-Konto. Hey, aber stopp, wir müssen... Konto nachgebaut. Nein, hab ich nicht. Hast du? Ich hab's ungefähr... ich wollte ungefähr den Baustil imitieren. Das geht nicht. Boah, ey, ich find das, hey, das geht voll. Ja, aber es sieht wirklich so aus, als... Das war aber nicht beabsichtigt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Was mir so auffällt, dass wir bei den späteren Gebäuden viel weniger dann mit Stairs und so gearbeitet haben. Ja. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Stört aber auch nicht großartig, weil die hier sind quasi, das ist quasi ja so die Mittelschicht hier. Ja, das heißt, wenn wir ein paar Mittelschichtshäuser haben, dann müssen wir... Ja, aber es sieht dadurch viel detaillierter noch aus. Ja, dann hol dir ein paar Mittelschichtshäuser. Hol dir ein paar Mittelschichtshäuser. Wobei, der Punkt ist auch, dass bei den kleinen Häusern teilweise gar nicht geht. Aber zum Beispiel bei der Schenke kann man das machen. Guck mal. Zum Beispiel? Die Schenke. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das überhaupt ist. Welche Schenke meinst du? Welche? Wir haben zwei. The Big One. The Big One. Du fandst nicht das tänzelnde Ferkel an. Sprich du erstmal einen Satz am Haus Stück. Haus steppenden zum Ferkel. Mhm. Okay, wo bist du? Ich will sehen. Nein, das sieht kacke aus, glaube ich. Nein, ich glaube, das sieht kacke aus. Aber einfach noch hier ein paar Treppen dran, das sieht gut aus. Ja, ich darf sie wieder abreißen. Viel Spaß. Der Kien hat es noch gar nicht gesehen. Ja, jetzt guck mal, was ich gemacht habe. Findet das erstmal. Dann scheint es ja Hammer zu sein. Hast du, ich glaube, es sind aber Treppen, oder? Das hast du jetzt gesagt. Ja gut, dann hast du diese Cobblestone-Dinger hier gesetzt? Nein. Dann du hast die Knöpfe gesetzt. Nein, die waren tatsächlich schon da. Dann weiß ich es nicht. Also okay, das Ding hier hat keinen Turm, das ist nicht das Kontor. Es sieht aber aus wie der Kontor. Edward, wir können das doch ganz einfach abändern, dass es nicht aussieht wie das Kontor. Finger weg. Du kannst doch ganz einfach abändern. Finger weg! Weil ich reiß sie dir ab, Alter, wenn du das Ding anpackst. Ich bin Nemo, ich fass das Boot an. Ups. Ups. Nicht kicken, Andi, das... Nein, auf keinen Fall, das ist jetzt kein Witz. Das ist kein Witz, Andi. Es sind andere Leute auf dem Server, die dürfen nicht das Gefühl haben, dass wir hier... Scheiße machen. Scheiße machen. Ach, hätten sie sich auch ab. Scheiße. Vor allem, wenn wir dann nicht wieder draufkommen, weil es verbuggt ist, können wir nicht neu starten. This is not funny! We have no power here. Also ich muss aber zugeben, dass es bei den anderen Gebäuden gar nicht so gut funktioniert. Ja. Ja. Ich versuche gerade noch irgendwie hier was zu finden, dass man das irgendwie abändern kann. Ja, hab ich doch schon. Sieht doch jetzt schon nicht mehr aus wie das Konto. Ist schon ein bisschen besser. Aber nur ein bisschen. Isa beat bada dip dip. Was habe ich das gesagt, dass ich jetzt ein bisschen ähnlich baue wie das Konto? Das könnt ihr in der Aufnahme nachprüfen. Also ich muss nur kurz sagen, irgendwie passt das Gebäude hier nicht in die Stadt rein. Ja, muss ich auch mal sagen, sieht echt scheiße aus. Weißt du, so, es gibt so Momente, ne, da will meine Faust so in dein Gesicht deine Zahnwurzeln langsam, deine Zähne langsam aus den Zahnwurzeln lösen, sie in deinem Mundraum verteilen. Ja, und dann fällt dir auf einmal auf, dass ich hunderte Kilometer von dir entfernt bin. Richtig, und dann frage ich mich, warum sitzt der Junge gerade nicht neben mir? Richtig, weil er hier ist und nicht bei dir. Ja, das wäre aber sehr schön, dann würde mir einige Aggressionen ersparen. Den würden wir jetzt aber nicht aufnehmen. Wenn oder die Aggressionsschübe abkürzen, sagen wir so. Abkürzen? Hm. Also ich meine... Den neuen One-and-One-Abkürzungsverfahren. Wir haben ein Problem. Die Häuser stehen ja gerade... Obwohl könnte mein Haus könnte hier auch stehen bleiben. Ja, eigentlich hatte ich ja gehofft, dass wir langsam mal Bucket haben. Ja, aber... Frag doch mal jetzt nach, wann kommt Bucket? In der Aufnahme. Ein bisschen Druck machen. Ja, frag doch mal. Was soll ich fragen? Schreibe ihm gleich nochmal. Was soll ich fragen, Kian? Nein, das bringt auch außerdem nichts. Wäre ich mir nicht so sicher. Wir könnten ihm Drohbriefe schreiben. 10.000 Euro. Oder ausgerissene Zeitungsartikel. Ausgeschnitten meinst du? Ausgerissene Zeitungsartikel. Ich glaube, Andi meint diese Buchstaben. Aber ja. Was sagt ja, er? Er sagt ausgerissene Zeitungsartikel. Wir schicken ihm Artikel zu. Wow, da freut er sich. Wobei, letzten Tage war bestimmt viel über Minecraft drin. Save the world. Ratter, 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 ratter. Du beende mal die Folge, bevor hier die Aufnahme noch platzt vor deinem Rattern. Ich glaube, er hat sich in der Endlosschleife festgefahren. Nee.
aber auch. Er ist gerade hier am Verzweifeln. Sag ich doch, Endlosschleife. Am Verzweifeln sein, Bean. Am Verzweifeln sein, tun. Okay, also, ne, ihr wisst, ich glaube, die Folge erscheint am Freitag. Nee. Doch. Am Freitag. Das heißt, wir können den Zuschauern jetzt sagen, dass sie heute Abend um 20 Uhr beim Livestream vorbeischauen sollen. Korrekt. Bis heute Abend im Livestream. 20 Uhr. Tschüss. Leg es nicht unten in der Beschreibung. Aber doch. Twitch. Ist in der Beschreibung. Wir hoffen, er ist unten in der Beschreibung. Ansonsten Twitch und so, ne? Also, bis dann. Twitch. Tschüss.